hier bin ich wieder, euer Amos aus Ostfriesland. Heute wollen wir uns mal einem besonderen Thema zuwenden. Wenn Besucher uns besuchen oder beziehungsweise unsere Filme sehen, fällt ihnen immer wieder auf, dass unsere Kühe an den Beinen so blaue Klötze haben. Das wollen wir uns gleich mal angucken und dann werde ich euch auch erklären, womit das zusammenhängt. Hier kann man so ein paar von diesen blauen Klötzen sehen und wie ihr seht, ist dort ein Band mit befestigt, ein Gurt, und mit diesem wird dann das Ganze am Hinterbein bzw. am Vorderbein der Kuh befestigt. Und das sieht so ein bisschen aus wie eine Fußfessel und es ist sicher auch so, dass das fast so ähnlich funktioniert, aber wir nutzen diese blauen Klötze oder Fesseln, um die Tiere näher zu beobachten. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, wenn wir uns hier mal eine Kuh rausnehmen, wenn wir mal zum Beispiel diese hier nehmen, die Nummer 9, dann können wir genau gucken, was hier alles erfasst wird. Wir haben eine blaue Linie, das ist die Milchkurve, dann haben wir eine grüne Linie, das ist die Aktivität, das heißt, wie viel die Kuh am Tag läuft. Dann haben wir eine braune Linie, da kann man sehen, wie viel Kraftfutter sie frisst und so weiter und so fort. Mit anderen Worten, durch diese Technologie haben wir jedes Tier sehr genau im Blick und wissen genau, was jede Kuh zu jeder Tageszeit macht. Ob sie liegt, ob sie steht, ob sie frisst und vor allen Dingen, was viel wichtiger ist, ob es ihr gut geht. Und wie das Ganze jetzt an der Kuh aussieht, dafür gehen wir eben kurz in den Stall und gucken uns die Kühe an. Diese Klötze sind da natürlich nicht mehr so sauber wie hier auf dem Schreibtisch, weil natürlich sie auch mit Stroh, Kot und so weiter in Berührung kommen. Aber das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist das, was drin steckt. Und diese Daten lassen wir zweimal am Tag auslesen. Jedes Mal während des Melkens wird der Datensatz ausgelesen und dann nach dem Melken können wir dann sehen, was in den letzten 12 Stunden mit der Kuh passiert ist. So, jetzt sind wir hier im Stall und nur mal gucken, wie das so aussieht. Hier kann man an den Füßen genau erkennen, diese Fesseln mit den entsprechenden Pedometern. Und die Kühe empfinden das nicht als unangenehm, weil im Verhältnis zu ihrem Körpergewicht diese technischen Überwachungseinrichtungen sehr, sehr leicht sind und von daher auch absolut nicht störend sind. Bis zum nächsten Mal. Euer Amos aus Ostfriesland. Tschüss!